Hallöchen, willkommen wieder zurück bei WWE 2K15 und mir natürlich, beim letzten Mal haben wir ja wieder meine Trophy freigeschaltet. Und weiter geht's jetzt hier auch. Noch nichts für dich geplant, ja, genau. Was habe ich jetzt noch? Na, natürlich noch einiges vor. Uns natürlich klar, das geht die Karriere weiter ballern. In der Hoffnung, dass wir halt irgendwann hier wieder neue Events hinbekommen, also die PPVs, also Pay-Per-Views. Das letzte haben wir meiner Meinung nach abgeschlossen. Mit den Survival Games ist natürlich eins von den Big Four für die nächste Trophy. So. Genau. So, dann schauen wir uns einfach mal, ob wir da nochmal hier irgendwas hinkriegen. Scheiße. Here's Jack Swagger. Jack Swagger going for it. So. Genau. So, haben wir nochmal die Möglichkeit für eins? Nein. Wohl nicht. Schade. The superstar is looking great here at the top of the first. Nein. Au. Jack Swagger is working well right now. Man, that's fast. If you blinked, you might have missed it. Ja. Great reversal. Ach, shit. So, bam. And he does it one more time. So, man mag natürlich jetzt auch wieder die ganzen neuen Punkte hier, die wir da beim letzten Mal noch vergeben haben. Natürlich ja nicht gerade wenig gewesen. So. 72-2. Der geht jetzt schon in den roten Bereich rein. Geil. Nah. That'll leave a mark. He almost took his head off with that lariat. A sharp kick. Nice, reicht. So, zum einen jetzt mal den da. Bam. Das Grinsen. So, dann mal noch den hinterher. Bam. Na komm. Steh auf. Leg die noch ein. So, und? Na. Und? Bam. So, jetzt vielleicht. Ja, nice. Gut, das war jetzt wieder schnell. Finde ich gut. Ja. Here is your winner, the superstar. Gut. Das haben wir. Mal gleich mal hier Nummer 1 hinterherballern. Jupp, passt. Ja. Mal wieder der gleiche Spruch wie halt immer. Ach je. Gut, ich schätze mal, ich muss ja definitiv hier die Follower voll kriegen, aber ich will hier die Geldteil-Trophy. Also 1 Million VC. Deswegen mache ich auch das erstmal bevorzugt. Um mich natürlich dann auch bis dahin zu verbessern, weil man sieht es ja jetzt hier knapp 3/4 voll mit den Followern bis zum Aufstieg der nächsten. Was? Ich möchte entscheiden, wer das Gesicht der nächsten WWE Generation wird. Meine Kandidaten sind Daniel Bryan, Randy Orton, Sheamus, John Cena und du. Lol, okay. Heute Abend im Match beweist. Ja. Dann machen wir das halt mal. Gegen Curtis Axel. Na, sollten wir ihn kriegen. Schwächling. Genau, wenn ich hier die Geldteil-Trophy habe, dann werde ich natürlich hier die ganzen Events vorpushen. Bis dahin ist mein Charakter eigentlich schon so weit fertig, dass ich hier auch bei WrestleMania oder so was hier mitmachen könnte. So. Nice. Nein. Schon mal verkackt. Super. Ja, mach hin.
So, Penner. A bit of a test of strength here. Got him around the waist. Curtis Axel making a move. So. Das noch. Collar and elbow battling for control. Big elbow. Zack. Sehr schön. Geht's vielleicht nochmal? A battle of wills now. Also ich würde meinen, ich hatte ja eigentlich hier drei Stück drin gehabt, aber irgendwie. Keine Ahnung. Oh Gott, habe ich jetzt verkackt. So. Auf jeden Fall geht es jetzt schon mal dreimal hintereinander. Na los. Mach halt mal was. Rip. Ach, probieren wir es einfach mal. Oh. Nein. So, nochmal. Machen wir jetzt dann ja. Doch, finde ich schon. Bam. Ja. Rip, bang. So, und. Nice. Easy. We got a couple of highlights. Let's go to the highlights. So. Here is your winner, the Superstar. Fällt mir jetzt gerade noch so an, ich habe ja auch geschrieben, ja, das Match ist hier relativ. Sollte ich mal gucken, dass sie ja länger gehen, etc. Wie pro kriege ich mehr Punkte und bla bla bla. Ja. Will ich aber so an sich eigentlich nicht, weil es nämlich dann ziemlich knappig wird immer gegen Ende. Und es reicht ja, wie man sieht, auch so. Ne? Kommen wir eh weiter voran. So, du hast alles, was ich von einem Superstar erwarte. Vielleicht bist du bereit, gegen Randy Orton anzutreten. Ja klar. Auf jeden Fall. Jo. Von daher gesehen mache ich es einfach nur so, weil, ja, Charakter passt ja eh schon, die Trophy Hammer. Und jetzt war ja so an sich nur noch Big Four und Geld High, dann ist Karriere eh beendet. Für mich, weil dann geht's ja hier ganz normal. Die anderen Trophäen freischalten. Genau. Natürlich dann auch die Online-Dinger zum Beispiel noch. Das wird dann eher ein Spaß. Da machen wir es mal. Das hier mal auf 80. Das hier auf 70. Ja, ne, komm. 75. Ach, das wollen wir eigentlich noch machen. Genau, stimmt. Da machen wir jetzt einmal das hier. So, jetzt haben wir noch 97. Ach, das ist ja auch schon voll. Griffoffensive. Ja, komm. Ne, doch. 17. Na, scheiß drauf. So, alle klar. Passt ja. Gut. Hau jetzt auch noch ein paar Pünktchen drin. Weiter geht's natürlich gleich direkt mit dem nächsten Match. Zack. Schauen wir mal. Kandidat für das neue Gesicht der WWE. Das ist ja absolut lächerlich. Aha, spielt in einer ganz anderen Liga. Es soll das Gesicht der WWE sein. Der Randy Orton, der Pisskopf. Ja. Gegen Zeus Tucker. Der schon wieder. Ja. Sollen wir ja wohl locker platt kriegen. Auf jeden Fall müssen wir dann auch noch gegen Randy Orton. Da bin ich mal gespannt. Wenn natürlich den Schlag, dann habe ich auch hier definitiv eine Chance hier bei WrestleMania, schlussendlich und Royal Rumble etc., wo wir noch überall hin müssen. As the bell rings, remember that there's no guarantee anyone will walk out of this with their careers intact. Oh, the elbow connects. Whoa, komisch. Nö. Geht nimmer. Hä? Geht es bei dem General nicht, oder was? Egal, machen wir es so. Nein. Oh man, that could very well be the end of it right there.
Ach Mann. So. So, was machen wir noch? Das da. Scheiße. Nein, zu spät, verdammt. Au. Auch nicht schlecht. Big kick echoing around the arena. The superstar with a counter out of nowhere. Oh, clothesline. Another shot with the boot. So, dann machen wir jetzt mal was anderes. Höp. Komisch, das geht. Okay, alles klar. Dann machen wir das. So, jetzt ist er eigentlich fertig. Ja. Stimme auf. Sehr schön. Den geh ich noch hinterher. Ja, ich wollte meinen danach kriegen wir definitiv nochmal einen Kampf hin. So. Oh. Na, Comeback. So, jetzt aber. Shit. Gibt's ja jetzt nicht. So, was machen wir jetzt? Mach mal das. So, und? Das gibt's ja jetzt nicht. So, Moment, dann machen wir es jetzt anders. So, dann stehen wir nochmal auf. Genau. So, jetzt so. So, und? Muss mich verarschen. Hier geblieben. Pisskopf. Jetzt da. Echt. Dieser zähe Kerl hier. So. Na endlich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Here is your winner, the superstar. Der nächste bin eingefahren. Mal gucken, vielleicht kommen wir noch zum Randy Orton. Hier in der Folge. Ah, der war jetzt gerade zäh. Leckst mich am Arsch. Echt. Ich möchte wirklich sehen, was du drauf hast, Superstar. Ich werde deinen Gegner für das nächste Match nächste Woche persönlich aussuchen. Vertraue mir einfach, ich habe eine tolle Idee. Aha. Na dann. Würde ich mal behaupten, treten wir mal gegen den gleich mal an, ne? Sobald der Ladevorgang fertig ist. Los, los, los. Na komm. Danke. Los. So, das heißt doch immer, dass man Feuer am besten mit Feuer bekämpft, Superstar. Und in diesem Fall mit Gift. Heute bekämpfst du zusammen mit Randy Orton. Diese Match entscheidet sich, gegen wen du bei der nächsten PPV kämpfst. Okay. Na dann, kämpfe einmal mit dem zusammen. Mit dem Randy Orton. Gott, ist der alt geworden. Boah, der ist mir am Arsch. Den habe ich definitiv noch einige Sieger in Erinnerung. Gut, schon Cena aber auch. John Cena looking to kick things off for his team. Scheiße. The thing to remember is the team that protects each other and works frequent tags will be in a much better position to win this. Keep your eye on Cena. Na, zu früh. Oh.
Was der für einen Schaden reinfährt hier. So, steh auf. You know, John Cena is one of those guys that you could say was born to perform. I mean, he grew up in a house with four brothers and a dad who's a huge WWE fan. The Cena brothers were always beating up on each other. They practically had their own WWE business right there in the basement. Das ist langweilig. John had already built his own set of moves by the time he hit puberty. Just out of those battles with his brothers. Naja, egal. Machen wir den hier weiter. The quick kick. No, not again. So, was machen wir noch? Daniel Bryan. Ist er auch noch. Nein. He gets out of trouble there. Nein. You know, King, we've heard John Cena talk about his family background and how all those experiences with his brothers and father shaped him into the superstar he is today. Right. And on one crazy episode of Monday Night Raw, when Randy Orton attacked Cena's dad, we really got to see how much family means to John Cena. No, you're right, Michael. That really did push Cena to a whole new level of ferocity. For all the battles Cena and Orton had had over the years, it didn't seem possible that things could get any more heated. But when his dad got a beatdown from Orton on national TV, it turned John Cena into an entirely different kind of maniac. No kidding. Oh! Endlich. Oh, man. He does it again. Oh my gosh. And he gets so, eins. He's still not through. Okay. Dann machen wir mal den da. Sehr schön. Jetzt da. Steh auf. Penner. Ja, Reversal war klar. Shit. Oh, what a counter. Incredible counter. Bam. Talk about catching a beating. Jetzt ah. Jetzt wohl nicht. Nein, endlich. Bam. So, dann machen wir jetzt mal noch den da. Wenn es klappt. Rip, 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 rip. Nein, ich will den da mitnehmen. So, ja mal dahin. Probier mal einfach mal. Nice. Easy. Sehr schön. Yep. Dass sie jetzt den Pin durchkriege, hätte ich jetzt nicht mehr aus dem Blick gerechnet. Normal ist eher mit dem Kickout, aber kein Plan. Tja, auch nicht schlecht. So, und was kommt jetzt für ein Text? So, überhaupt diese Gegend, dich in einem Hauptkampf der PPV antreten zu lassen. Also brauchst du einen Gegner, also eine Idee. Gegen Randy Orton, John Cena, ist egal, gegen wen ich kämpfe, ich würde Daniel Bryan vernichten. Ha. Randy Orton, nehmen wir den. Nehmen wir Randy Orton. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Vier Kämpfe jetzt durchgeballert hier. Na komm. Kommt immer gut, außer als Tag-Team zusammengearbeitet und dann danach gegeneinander. Kommt immer gut. Ah, ja, ja. 157.000 haben wir jetzt auch nicht schlecht. So, 2044. Wir haben doch noch irgendwas hier, was Schweinegeld kostet hier. Da. Schwung 85, mehr geht mir erstmal nicht. Na, hier noch Schadenserholung. Jetzt haben wir noch 10. Da. Passt. Perfekt. Nochmal ein paar Sachen mehr. Wir sind stärker. Gesamt 68. Ja, gut. Fällt zwar noch einiges. Aber egal. Ich sag dann mal, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, beim nächsten Mal wird es wahrscheinlich hier gegen Randy Orton gehen. Und ja, gucken wir mal, wie sich das hier dann so ist. Und ich wünsche euch mal noch einen schönen Tag. Ne? Haut rein. Bis zum nächsten. Servus und ciao.